fell and rolled it at every bar. Du gestorben! Hallo hier oben übrigens. Ich wollte kurz das Game irgendwie rüberholen. Grafik. Aha. So, Vollbild. Steigen um auf. Ey, lass mich umstellen. Nein. Boah, mein ganzer PC ist aber. 1080, okay. Ja. Okay, ich glaube, besser wird's nicht. Mach mal so. So, starten ganz, ganz früh rein. Mal gucken, wo wir sind. Also, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, waren wir da gerade in dem Raum mit dem Clown drin, wo der explodiert ist. Ich will Quarte mal ich. Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Folge von BIOS Router. Ihr macht schon wieder irgendeine dumme Scheiße. Heute sind wir dabei und spielen Resident Evil 7. David, falls du das hier siehst. Du warst der Einzige, der die Serie damals geguckt hat. Deswegen, das hatten wir schon gemacht. Aber ich werde es kurz nochmal machen, weil... Ja, ist ja okay, Lukas. Ist hier los. Schönen Tag noch. Darf ich schon mal bitte... Wir machen das eben schnell. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Taufe stecken. Leck mich am Arsch! Ethan, Wortwahl bitte. Wir haben Wortwahl. Ist doch ein guter, ist doch ein guter Vorschlag. Glaube ich. Warum sag ich so eine Scheiße? Brathähnchen! Alarm! Ich bin in der Herd. Das ist nicht lustig, das ist überhaupt nicht witzig. Darüber machen wir uns nicht lustig. Verstehen Sie dies? Wenn nicht, können wir auch gleich dieses Gameplay aufhören. Wir müssen auf einer geistigen Ebene sein. Oder das klappt hier gar nicht. Haben Sie mich verstanden? Warte mal. Okay, das war wenigstens das Richtige, okay. Wir nehmen diese. Also das Tape haben wir ja vorher gesehen, deswegen wissen wir, wie das ist. Für Leute, die es interessiert. Übrigens, hier strömt schönes Gas aus. Müssen wir mal anzünden. Schön angetrebte Hand, Alter. Ich hab das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Und ich bereue es. Ich mag das. Ich mag dieses Spiel. Das Spiel fühlt sich irgendwie an wie nach Hause kommen. Ich weiß auch nicht warum. Weil das vielleicht eins der ersten Horrorspiele ist, wo ich richtig Bock drauf hatte. Nach FNAF damals. Aber das war so das. Das Horrorgame. Das Horrorgame. Kann ich bitte zurück? Verdammt, du solltest doch drauf gehen. Scheiß Kerl, du solltest doch drauf gehen. Könntest du bitte die Bombe aufheben? Lass die Zeit. Lass die Zeit, ist in Ordnung. Okay. Wir benötigen für den nächsten Part die Kurbel. Oh, ich hab doch schon lange nicht mehr gezockt, Alter. Ich hab aber Bock, Alter. Defekte Flinte. Brauchen wir einen Brenner? Nee. Flinte, haben wir Muni dafür? Pistol Money, Flinten Money. Messer, ja, machen wir mal. Sollen wir einen Brenner mitnehmen? So, ich weiß gar nicht, was man überhaupt noch braucht. Jetzt die flüssige Chemie. Ich weiß nicht, ob die besser ist. Ist hier im 19 besser? Assige 17. Relativ kraftvolle Pistole. Sie ist mit einem schlechten Zustand, aber scheint noch brauchbar zu sein. So, was ist das hier? Pistolen Standardmodell. Standardmodell.
brauche schon ein bisschen Magnum-Munition. Aber auch Flinte habe ich gar nicht. Aber haben wir Flintenmunition irgendwo? Wenn nicht, können wir uns auch die Flinte erstmal, glaube ich, sparen. Kraut ist wichtig. Kraut ist wichtig. Lassen wir das. War das hier. Ne, warte mal. Mia? Mia! Mia! Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg, vor dem Raum da. Beeil dich! Ah, hi! Ethan! Was willst du, verdammt? Dich? Tot? Schätze, das ist nicht drin. Nee, ich glaube auch nicht. Nicht. Ich glücklicher. Ciao. Solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh, das wäre zu viel verraten, Ethan. Und ich mag keine Spaßverderber. Arsch. Die Beutesetzung ist irgendwie beschissen, aber okay. Ich hätte fast den Desiree-Kopf vergessen. Dieser Stuhl ist so broken, Alter. Endlich. Kann man sich damit irgendwo durchglitschen? Das ist, also ich glaube, das wäre so ein buggebiertes Ding. Brücke, kommen zu mir, bitte. Ich komme mir. Bin schon gekommen. Du. Ja, wir gehen einmal kurz zur schiefen Hütte von Pisa. Da gibt es Stoff. Und Stoff ist immer gut. Geil, 40. Ich glaube, ich habe genau die richtigen Waffen mitgenommen. Gut, dass ich auf Easy spiele. Ey! Gib mir doch nicht auf den Sack, Alter. Nerv mich doch nicht. Oh, hier war auch noch was.
Den Kampf hier habe ich noch nie gemacht. Der jetzt hier kommt. Mal schützen, die Kurbel brauche ich erstmal nicht. Flammengranaten, okay, dann Granatenwerfer nehmen wir dann mal anscheinend mit. Kombinieren. Ah, ne, das Silber, ne, war schon mal gut. Bier. Achtung! Nimmst du bitte den Rucksack mit? Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Sorry, habe ich nicht. Ich werde jetzt kein Messer mitbringen. Das sollen sie bitte selber regeln. AMD-Serie, so. Messer brauchst du doch jetzt. Ich nehme mal das. Ach komm, weißt du, ich nehm's mal mit. Aber ansonsten geht's sowieso nicht weiter. Also ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Okay. Würde mir ganz gerne mal kurz so das Kraut reinfressen, ganz kurz. Ja, das sieht doch sehr, sehr, sehr vielversprechend aus. Beeil dich. Gib mir die Materialien fürs Serum. Ja, will ich doch. Ja, das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lucas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut, wir haben genug für zwei. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Hey, eins davon ist meins. Also eine Warnung wäre nett gewesen von dir. Flipp deinen Arsch zurück ins Haus! Digga, was ist denn das? Also... Ich verstehe das alles nicht mehr. Es ist schlimm genug, dass du meine Tochter... Arschloch, Alter. Was hast du nicht mit meinem Fleisch? Das nervt langsam, Jack. Mhm. Ich kann gerade nicht.
Also okay. Ja, haha. Tschüss. Gute Nacht. Okay. Das ist das Timing gewesen. Ey! Aber wenigstens genug Blinden. Blinden. Und auf einmal steht alles in Flammen. Wie toll. Aber das ist jetzt, es ist jetzt anscheinend die Final Boss Phase, Alter. Bist du so? Also, mal no offense, ja. Du bist jetzt Teil der Familie. Jetzt erst. Das ist alles Ketchup. Ich vertraut mich. Twitch bitte nicht. Ey! Du Lacker, bitte. Ethan! 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 Haben wir's dann? Stimmt!
alles gesehen. Moin. Ethan, hier lang. Wer ist da? Lass das Serum an ihm. Du willst, dass ich ihn heile? Ja, okay, machen wir. Ansonsten wird das sowieso nichts mehr. Oh, Kamera. Das fühlt sich an. Gut an. Das ist gut. Nimm deine Finger weg, du Arsch. Geht's dir gut? Erschrecken mich nicht so, okay? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Mist. Sehr robuste Lampe. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Doch, was zur Hölle machen wir jetzt? Ey, du hast das doch vorgeschlagen, das Scheißding, Alter. Meine Güte, was soll das? Ich hab ne Idee. Ne, ich werde schon den Grund heilen, warum wir überhaupt hier sind. Das macht schon mehr Sinn. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Bring besser an als Kettensäge von Jake. So viel sage ich dir. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Bis dann. Oh, bis irgendwann. Es tut mir leid. Aber wieso bin ich auf einmal da so drin? In dieser Rolle. Ach gut. Ethan? Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Was ein Scheiß, Alter. Vor allem, warum ist er nicht mehr verbunden mit meinem Computer? Was? Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ach, weißt du. Hat doch echt keinen Sinn. What the fuck? Ist das nur hierher gelangt? Warum ist ein Tanker so direkt neben hinter dem Haus gesunken, Computer? Warum schwimmt so ein Ding direkt hier durch? Oh, du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Du bist in Ordnung, so eine Feststellung, das macht auch gar keinen Sinn. Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Oh nein, scheiß Evelyn. Mami. Hier lang. Du hast die Pronouns vertauscht. Das ist nicht meine Hand. Das ist nicht meine Stimme. Das ist doch nicht mein Gesicht. Wir sind M-I-A-R. M-I-A-R. Wie? Ethan. Ethan? Ethan! Kennst du nicht Ethan? Ich setz mich aber jetzt mal an, wenn er nochmal hin. Ethan! Wir gehen mir jetzt schon auf den Sack mit dem scheiß Rumstellen, Alter. Also, nervt mich jetzt schon. Ethan! Ethan? Ethan! Ah!
Das ist unrealistisch. So, guck, wie schwer das jetzt war und jetzt? Erkunden wir mal so ein altes Boot. Was war das denn? Was war das? Ich glaube, ich brauche Verkraftungshilfe. Das hat mir auf meine Hose gespritzt. Scheiß Cola, Alter, ganz ehrlich. Kein Wunder, dass keiner meine Streams guckt. Muss mir echt mal eine Kappe aufsetzen. Ich brauche mal eine neue Kappe, die meinem Viewer-Count entspricht. Blende. Ach! Sind alle tot? Was ist? Der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Sie hat sie alle umgebracht. Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt's hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Was wir geschafft haben. Kann ich auch spoilern? Nein. Vielleicht gehörte das der Kunde, nicht nur vielleicht, ganz bestimmt. So. Evelyn. Ruhig, halt dich bitte an die Regeln des Fischi-Face. Kakerlak. Crewliste, Kapitän Ed Charlie, Chefingenieur Paul Fitzgerald, erster Offizier Giovanni Finetti, zweiter Offizier Clark C. Walsh, Mechaniker Dwayne Chalmers, Kommunikationstechnik Jim Stockmann, Stockman, Arzt Gerald Waddle. Ist den gut? Er musste sich vor etwas versteckt haben. Ich weiß nicht mehr. Verständlich. Aber das ist interessanter. Von den Objekten sieht mir aus wie ein Funkgerät. Oder wie das PA-System vom ganzen Bild. Hier auch. Das ist eine ganze Sicht. Und nicht, weil es darum gruseliger wird, sondern weil ich dadurch schlechter spielen kann. Oh, ah, schön, da sitzen. LNG Tanker Annabelle. Bord 1987. Tragfähigkeit 171.000 DWT. Länge 239. 289 Meter. Also, wenn sie doch einen Meter dran sind, für eine weiße Runde Zahl. Mein Gott, Alter! Schreck mich nicht so! Evelyn, das sollst du nicht tun. Erinnerst du dich? Nein. Was bist du? Evelyn, ja, komm, geh in die Ecke, da kann ich wieder schneller gehen. Bleib sofort hier, du.
muss mir jetzt aber mal erklären. Du darfst dich hier gar nicht rumtreiben. Schon deine Bettzeitung. Ist echt ziemlich blöd, eine offene Getränkedose jetzt hier stehen zu haben, während ich so ein Game hier zocke. Ein bisschen Outlast umreibst, natürlich, braucht man auch immer. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Hab ich das gesagt? Wovon redest du da? Du hast's gesagt! Kannst du mir bitte mal die Backstory kurz... Das Warten satt. Danke, ja. Och nee, doch nicht jetzt. Renn, Bro, renn, renn, renn um dein Leben. Oh nee, das ist derselbe Raum. Broskis, 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 lasst mich, lasst mich, lasst mich, lasst mich, lasst mich. Broskis, bitte, 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 bitte. Ja, 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 ja. Wo muss ich hin? Abgesehen davon wollte ich noch ganz kurz in den anderen Raum rein. Na, geht doch. Das Ding überhaupt noch Strom hat, ist schon ein Wunder, du. Steht da eine Rohrbombe. Oh, hi. Siehst dir an. Was? Tschüss. Okay. Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Ach, niemand mit deren VHS aufnehmenden Kameras an Köpfen geschnallt, Alter. Transport Log. Top Secret. Alan, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen?
Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier. Nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Habt ihr noch irgendwo einen USB-C-Stecker, damit man den programmieren kann? Oder wie funktioniert das? Okay, Evie. Wo bist du? Ja, wir spielen jetzt in der Vergangenheit, du. Oh, Maschinengewehr. Oh. In der Küche war sie. Nicht, es war woanders. Mitnehmen, nehmen die Schaden. Komm mal irgendwie anders rein. Übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Ja. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. So, dass ich so mit Anschlag hier reinkomme, du. Verdammt. Da war es aber gerade. Oh, Kollege. Service-Deck. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Solange Sie noch leben.
Spaß für die ganze Familie. Fast wie Weihnachten, Alter. Geil. Und euch, kriegt alle noch was. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmelzen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Pack. Ach so. Im Ernst? Das ist euer Gepäck? Geht auch schon sehr traurig. Evie. Nein, Evie. Nö, nö. Ich bin nicht böse. Nervt nur zu mich. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Kurve. Ich mache. Wo bist du, Evie? Nee, ist da direkt an der Tür. Evie, warte! Das Schiff ist, glaube ich, sauer. Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir nur Sorgen, wie du Evelyn zurückbekommst. So. Jetzt räume ich hier auf, halt. Wie ist das? Wie ist das so zu verlieren? Das ist doch scheiße. Ich mag das nicht. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Ich möchte nach Hause. Aber in der Hände. Hat schon wieder von meinem PC gekoppelt. Hast du sie gefunden?
Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach dir nur Sorgen, wie du endlich zurückbekommst. Hier vorne kann ich ja Automaten. Hä? Da kann er nicht nach vorne an den Sack gehen, Leute. Habe ich irgendwas... Was mache ich falsch heute? Was mache ich dieses Mal schon wieder falsch? Muss ich bei den Türen aufgeschmolzen haben, um da durchzukommen? Okay, ja. Ja, es fühlt sich schon nördlich so an. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Ach, bin ich hier noch mehr irre. Hundesohn, Alter.
Traubomben. Das sind Traubomben. Wubbidi 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 wubbidi. Schwubbidi wubbidi 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 wubbidi. Schwubbidi wubbidi 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 wubbidi. Schwubbidi wubbidi 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 wubbidi. Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag Gesundheit. Sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Mischstück. Nie hat sie. Okay, warte. Evie! Alan, hör zu! Ich hab nicht so gemeint! Sie versucht, Evie, die Kontrolle zu übernehmen! Du musst sie bekämpfen! Warte, was? Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Böse Biowaffe! Böse Biowaffe! Mach das nicht mehr. Ach, hi. Böse Biowaffe. Schon. Schaffen wir jetzt aber nur noch. Wow. Screen Recorder. Come on. Ich will dir nur eins sagen, wenn dich mich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Bruder, ich bin der Laptop. Ich spreng dich. Wir werden für immer zusammen sein. Warum das denn jetzt? Oh, ich verstehe. Was war gerade sehr viel Gas in Luft. Die damalige Mia war auf jeden Fall doch in einem besseren Zustand. Die jetzige Mia, das kannst du eigentlich in den Müll schmeißen. Das lohnt sich nicht mehr. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Nein. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie.
Eine Familie. Wir werden das nie sein. Eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Scheiße, wie hässlich. Ach, stimmt. Er ist eventuell wohl kaputt. Oder früher nicht. Okay, dann haben wir jetzt die Mission, einen Dietrich zu finden und ein Ding. Wir brauchen einen 90er Schlüssel. Muss er mich preschern. Und dann ist wir open. Lustige Chemie. Kalia. Geh nochmal zurück. Ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin. Wir haben ja alles abgepasst. Ab dem Raum, wo Ivy drin saß. Hier war Ivy drin. Na denn, ab dafür. Aus Outlast 1, wo da jemand diesen Brunnen runterguckt, wenn man da gerade hochsteigt. Solche Vibes haben wir das gerade irgendwie. Zurück. Oh, das geht ja noch. Vielleicht funktioniert er noch. Vielleicht, das geht sogar noch. Ethan. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Und das ist das Deck. S2. Okay, das schaffen wir ja schon. Oh. Lieutenant! Hör auf, Evelyn! Hör doch auf, im Tisch zu stehen, Alter. Digga, meine Hand. Verdammte Halluzination. Was zum Thema Halluzination? Durch Kapitänskajüte sein, du. Oh. Hier haben wir den Kreuzschlüssel. Hier haben wir eine Karte des Schiffs, welche ich nicht verwenden werde, weil ich kenne mich aus. Bomben mit Fernzünder. Stimmt, das war das habe ich ja schon die ganze Zeit gesammelt. Also ich bin heute irgendwie schwer vom Begriff. Aber das ist okay. Die ich da gesehen habe. Okay. Ist das auch erledigt so? Müssen wir echt theoretisch hier erstmal nicht mehr hin, bis wir den Schlüssel gefunden haben. Kein Öffnungsmechanismus auf der anderen Seite.
Das war's schon. Seit den Jahren, seit dem Albtraum von Raccoon City. Leiden die Überlebende leiden immer noch oder so. Das ist Golia. Raccoon City, da waren wir auch schon. Was ist denn hier jetzt? Schön, dass irgendeiner uns nochmal hier neue Sachen hingestellt hat. Sind sie jetzt oder später alles? Arschloch, Alter. Wieder hier auch gekommen. Wir sind jetzt auf einer Suche einer Mehrzwecksicherung. Ich gehe jetzt erstmal nochmal hier raus. Weil hier oben war eine Kiste. Mit der Kapitänskajüte. Die wollte ich noch kurz looten erstmal, bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache. Weil ich habe immer noch Hoffnung, dass da der Kettenschlüssel drin ist, der uns da Zugang zu diesem Schrank verschafft, in welchem sich wirklich ein Maschinengewehr befindet. Und darauf habe ich sehr, sehr viel Bock. Eine fucking antike Münze. Eine Enttäuschung, sondern gleich ins Kurve. Dann begeben wir uns nochmal zu den Zombies und Mutanten da unten. Mit einem Messer. Ich wiederhole, nur mit einem Messer. Ich unten. Hier war ich doch jetzt eben schon immer. Meine ich, oder? Okay, hier ist irgendwas. Habe ich das schon mal auf normal angefangen? Oh, meine Aufnahme ist anscheinend stehen geblieben, weil ich nicht mehr genug Speicherplatz habe. Das ist ja auch in Ordnung, okay. Gott,
zwei Bullets, Alter. Wie soll ich hier überhaupt irgendwas? Stimmt, ich muss ja nur kurz rein, eine Werkzeugsicherung holen. Eigentlich können wir dann zum weißen Aspekt. Werkzeugsicherung, so. Was fehlt? Ein Kabel. Würde ich denn ein Kabel vermuten? Höchstwahrscheinlich in der Krankenstation. Pack da wieder hin, du. Was wollt ihr? Karte. Und so eine flüssige Chemikalie. Noch eine so eine bescheuerte Chemikalie. Fuck, eine meiner zwei Schüsse. Also. Oh. Fuck, von wann ist die Nachricht, Prox? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ich habe gerade realisiert, was ich überhaupt hier suche. Ich brauche diese Schmelzserum, die wir für die anderen Türen auch gebraucht haben. Hier drin ist es natürlich schon wieder nicht. Vielleicht habe ich auch mit Mia hier alles gelootet. Ich voll Spaß. So können wir es auch machen. So, finde ich, so, damit bin ich okay. Sorry, wann hast du das geschrieben? Ich bin auch, ich bin sehr guter Streamer, dass ich immer einen Chat lese. Oh gut, das freut mich auf jeden Fall, wenn es das dir gut geht, also. Aber wo ist dieser Scheiße abgeblieben? Okay. Scheißpulver? Das hast du geschickt. Guck mal rein. Das sind 10 Eier. Meinst du den Text, den du mir geschrieben hast und die MP3-Datei? Ja, ich sehe, dass du da deine 5 Minuten hast. Aber ich sag dir mal, ich guck's mir, ich kann es mir abends schon angucken, weil während Stream ist, glaube ich, nicht so gut, oder? Weiß ich nicht. Oh nein. Heilung. Also, wir brauchen Schlüssel für solche Türen. Und ich finde es nicht. Ich weiß nicht, woher ich finden soll. Also falls ihr jetzt ein Tutorial durchkriegt, soll ich die MP3 im Stream anhören? Ist das okay für dich? Darf ich dies? Ich frag dich lieber erst. Ich gehe wieder nach oben. Hier unten gibt es doch nichts. Das muss irgendwie so ein Kasten an der Wand sein. Ich laufe hier schon zum dritten Mal durch das beschissene Tür. Ich weiß echt nicht.
Also darf ich mir den Stream jetzt anhören oder ist das eher so nicht so? Ich kann danach nicht mehr, auch schade. Also das Game geht ja noch ein bisschen, also es Was ist das denn gerade? Geht's da noch ganz gut hier? Gut, oder? Ich will nur wissen, ob irgendwer zufälligerweise ein Video offen hat, das einem so sagt, wo man jetzt diese Chemikalie da findet, diese lilane, um solche Türen aufzumachen. Also das wäre wirklich sehr, sehr, sehr Wo muss ich hin? Jetzt würde ich sagen, in dem Tape hätte ich da die Dings drin lassen sollen. Warte mal, Chemikalie. Kann man die kombinieren? Nein, kann man nicht. Oh Mann. Ausnahmsweise wäre es mal sinnvoll. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese bescheuerte Dings jetzt herkriegen soll. Ich weiß es ernsthaft nicht. Ich meine, hätte ich in dem Tape welche in den Schränken drin lassen sollen? Oder hätte ich welche? Oder ist das so ein undurchdachtes Konzept, was nicht richtig funktioniert? Oh, diesen Raum habe ich ganz vergessen. Oh, stimmt.
Okay, das Black macht da. Maschallah, Bruder. Ja, okay, das hat sich, das lohnt sich. Wir brauchen definitiv eine. Eine brauchen wir. Eine müssen wir übrig lassen. Das heißt, wir können zwei Türen öffnen. Auf freie Verfügung. Wie kann es sein, dass ich dreimal dran vorbeigelaufen bin? Ey, sag mal, so langsam wird es immer mehr. Es wird sinnloser pro Minute, Alter, ganz ehrlich. Eveline. Bitte Spini. Scheiß Typ, ey. In diesem Raum wird bestimmt was Gutes drin sein. Meine ich doch. Der Kapitänsschlüssel. Eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Sache. Die ich definitiv brauche. Das heißt, wir gehen jetzt einmal nach oben. Okay, mit dann mal was gucken. Bye. Ach ja, wenn du da rein. Alles klar, viel Erfolg dir noch. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Das freut mich immer mal wieder. Oh, diese Treppe dauert ewig. Vor allen Dingen Treppe, Alter. Ich bin auch schlau, Bruder. Habibi. Erstmal wieder Beine gebrochen. Nee. Gegen dich hole ich mir erstmal was. War hier nicht so ein fettes Ding noch? Lass mich erstmal ein bisschen. Gut. Bin ich einverstanden mit. Hier ist die Brücke. Ach, tschüss. Tschüss, hab jetzt keine Zeit für sowas. Wieder kommt nur nach. Bleib da oben. Bitte. Hier vorne ist ja direkt mein Speicherpunkt-Kiste, oder? Speicherpunkt ohne Kiste. Ich hätte vielleicht die Münze da früher ablegen sollen. Ich will auf jeden Fall die Münze kurz ablegen. Ey, sag mal. Mach mich nicht sauer. Wo ist denn jetzt überhaupt dieser ganze gelockte Bereich? F3. Wo sind wir hier? F2. Lass mich verarschen, wir waren auf der richtigen Etage. Habe ich eigentlich im vorherigen Durchgang irgendwas bei den Vogelkäfigen gekauft? Ich glaube eigentlich nicht.
Da ist die Tür. Und hat die Inhalte mitgenommen. Morgen Berufsschule, gar keinen Bock. Dieses Schiff ist so immens riesig, Alter. Okay, wir haben die Mission hiervon erledigt. Ja, das Boot. Mit dem großen Tindersen. Sorry. Ich hab mir den Witz lange genug verkniffen. Ach, Bruder. Habibi. Schababs, Bruder. Walla, ich schwöre. Echt, yo. So, denn. Auf ein neues. Das Kabel nicht angeklickt. Warum? Ich habe das Netzkabel nicht angeklickt. Jetzt habe ich nicht im Inventar. Oh Gott, wie kann das denn nur passieren? Ach, nochmal. Es gibt viele schöne Clips heute. Ich habe mein Stream Deck echt zu weit weggestellt und ich habe nur einen 60 cm Tisch. Leute, wie könnt ihr euch das hier angucken? Ich verstehe das absolut nicht. Jetzt habe ich ein Netzkabel. Typisch ich, Alter. S2, bitte. Er wartet. Ich bin auf Weg, Ethan. Sorry, Ethan. Ethan Winters.
Ich mach die weg wie Messer. Deine Mutter. Jetzt ist normal. Ethan! Jack? Ethan! Digga! Was willst du denn jetzt hier? Ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Beim Lucas wäre ich mir nicht so ganz sicher. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. Aber. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. Mann. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu... töten. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Okay. Sowieso vor. Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Mia! M.I.A. Mia! Mia, wie? Wir haben keine Zeit! Du musst hier raus und sie finden! Hier, nimm das! Was? Warte, was machst du da? Was machst du da? Rette dein Leben. Du musst gehen. Ich kann mich ihr nicht mehr lange widersetzen. Nein. Los, bring das kleine Miststück um. Ich mach's. Nein. Mia! Nein! Viel Glück euch zwei. Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Hab ich euch überhaupt irgendwelche Stuff? Nee.
Nur irgendwie die Zellen. Die Zellenprobe. Ah, lecker Sushi. Errungenschaft in den Tiefen. Hallo. Motelli. Zeig dir meinen Helikopter. Denn Bugattis sind für deine Mutter. Und wir trinken Partyklopfer, liebe Pur im Helikopter. Wir sind doch keine Streber. Mach den Schrauber, mach den Helikopter 117. Bruder Habibi, wir sind jetzt in der. Wo sind wir überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo es auf dieser Welt so verdammt aussehen soll. Okay, Salzmine. Rio spielt. Herzlich willkommen. Danke für den Follow. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ich hinterfrage mich das bei jedem Namen. Es gab einen Einsatz. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Tuan und Beckford sind tot. Und Huxley wird nie wieder eigenständig laufen können. Oh. Der alte Stan hatte recht. Der Boden ist zu instabil hier. 19. Februar 1892. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Sie wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Oh, ein Bild. Beobachten die uns vom Hubschrauber aus? So, hallo. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Oh, das ist schon da? Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Im Wo liegen da noch die Beine von Jack rum, Alter? Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole. Eliminiert sie. Okay, das ist sehr, sehr gut. Sie haben mir das Objekt erhalten. Oh, geil, haben wir auch die Dingsbums hier. Geil. Münzen. Okay, wir haben 12. Münzen. So. Wie viel kostet? Steroide, hör auf deine Gesundheit. Ship Swamp Lab. Alles klar. Ja. Ich würde sagen, das und das kann ich mir leisten. Geil, wir nehmen mal eine Steroide. Wir kloppen uns hier noch mal direkt rein. Leute, Frankfurt, Brudi. Und dieses Geräusch hat irgendwie ein bisschen gefehlt, finde ich. Aber naja, so. Oh. Jetzt bräuchten wir natürlich auch noch MAG-Munition. Haben wir so etwas? Speichern! Wäre sehr wichtig mal. So. Erste Hilfe-Arznei bräuchten wir. Effektiv-Kit. Da haben wir immer noch ein Gun Repair-Kit.
Pulver, flüssige Chemikalie. Haben wir schon sowieso Maschinengewehr haben, dann brauchen wir dafür Munition. Pistol nehme ich so oder so mit. Welche haben wir denn eigentlich? Haben wir drei mittlerweile? Ich meine, wir haben drei. Die G17. M19. Gewöhnlicher Feuerkraft, indem sie diesem Schiffwrack gefunden haben. Was hat die hier? Relativ kraftvolle. Nehmen wir doch gleich die. Sorry, das ist jetzt gerade ein bisschen langweilig, aber das muss ich jetzt kurz machen. Kraut kannst du mal gebrauchen. Gib mir bitte die flüssige Chemikalie zurück, du Arschloch. Lebensmesser. Nee, warte mal. Ja, doch, ist eigentlich immer gut. Ist immer gut, das dabei zu haben. Verbesserte Pistolenmunition. Habe ich eine Flinte jetzt dabei? Nee. Ich würde aber ganz gerne Flinte dabei haben. Haben wir denn auch eigentlich Flintenmuni? Ansonsten lohnt sich das ja nicht. Oh, Magnum vor allen Dingen müssen wir. Wir haben 19 eigentlich Pistol. Kann die haben 19 Pistol Muni? Was ist das die Mag? Okay, das hier mal nehmen. Okay, gut, die kann nur 7, aber passt schon. Ich glaube, damit kann man sich schon zufrieden geben. Aber eine Flinte ohne Munition macht irgendwie auch wenig Sinn. Ich nehme das trotzdem erstmal mit. Von der Seite, Brudi. Nicht so nett. Brennerkraftstoff. Kann ich gar nicht liegen lassen. Ich habe ja sowieso einen Brennerkraftstoff. Maschinengewehr-Muni. Das kann ich schon eher gebrauchen. Kriminal Ballistik Sidei. Kriminal Ballistik Sidei. Sidei Ballistik Kriminal. Bruder Habib. Aber die Magnum hat jetzt keine Ladung mehr. Habe ich genau denselben Fehler gemacht wie Seth in seinem Gameplay. Jetzt habe ich die MAG dabei, die übelst geile, aber ich habe keine Muni. Ich bin in dieser Dachstelle, die ist schon wieder unterwegs. Gut, dass ich kein Messer mitgenommen habe.
asozial, though. Master Criminal Side-Eye. Aber hier geht's nicht weiter, Bro. Hier geht's nicht weiter, Bro. Bro, 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 bro. Stimme. Und das kriegt das Ding durch? Wo wird es denn aufgehalten? Wenn ich mal so von dem Strich so. Von dem Brett, natürlich. Ja, freilich. Ist ja klar. Ich hab wieder Flintenmuni. Fucking Criminal Zeitei. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar. Und sogar auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsstet ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht immer noch aus wie ein kleines Kind aus. Sie ist genauso blöd wie eins. Mein Dad sind immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, die Fixierung auf Familie etwas, das ihr eingeprogrammiert habt, ist ein bisschen krank. Mir, das Mischstück ist immer noch irgendwo zwischen Evelyn im Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden. Also haben wir sie in eine Zelle eingesperrt. Ich dachte, vielleicht macht Evelyn ärgerlich immerhin. Ist mir also ihr Liebling und ach meine Güte. Wie gesagt, euer Bier ist nicht ganz dicht. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Ah ja. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie der Freakshow von einer Familie hinzu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich nun den ganzen neuen Schweinkram aufräumen muss. Wenn jemand Neues kommt. Ja, boah, das ist halt scheiße. Übrigens, Evelyn sieht krank aus oder so. Ihre Haut ist ganz faltig. Sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Sonst würde sie auf einmal alt werden. Die Oma, die da am Tisch war. Das erklärt einiges, Bro. Da bin ich auch mal froh, dass ich den Zettel gelesen habe. Aha, interessant. Was ist das? Target acquired. Das Ding von mir, guck da jetzt hin damit. Praktisch so ein Kasten, Alter. In die Nitro-Kiste, halt die Schnauze. Evelyn ist aus einer Lage alle. Nein, das ist mir zu kompliziert. Biowaffe ist komisch. Mach mal so.
brauchen wir keine Blankgranaten, okay? Ach, die Magnum wollte ich weg, die Magnum. Der Flammenwerfer bringt irgendwie auch nicht wirklich viel. Aber Flammengranaten habe ich noch einige. Oh nein, stimmt, da war was. Jetzt weiß ich wieder, wie das war. Ich werde es euch nicht spoilern. Ich werde das auch heute nicht zocken, wo man da hinkommt. Summt die die Scheiße jetzt hier? Wo ist die? Golva! Ah, wer weiß das schon? Rodi. Oh, ich hoffe, das sieht nicht zu behindert aus. Ich hoffe, das sieht nicht zu scheiße aus. Bitte. Chat, falls irgendwer da ist. Sieht das bescheuert aus? Ich weiß nicht, ob das eine Idee, ob das eine gute Idee ist. Moin. Oh mein Gott, Alter. Lieber nicht, hab ich da Mitspracherecht dabei? Scheiße! Liefen, Wortwahl. Ich hoffe, das mit der Frisur sieht jetzt gerade nicht so scheiße aus. Oh, danke. Mir geht's euch relativ okay. Vor allem, da ich endlich mal die Zeit dazu gefunden habe, dieses Spiel fertig zu machen. Oh, ihr habt sogar die Kids für mich aufgemacht. Was ist denn das hier? Also. Hab ich die Flinte schon nachgeladen? Ja. Oh, Mann. Kaputo. Oh, Rohrbombe, geil. Habe ich die am Glücksrad? Nee, dann werde ich sie auch nicht verwenden. Was lachst du? Bisher schlage ich mich doch echt recht gut. Meine ich zumindestens. Ja, wirklich. Resident Evil ist wirklich ein geiles Spiel, ne? Oh nein, stimmt. An die Stelle erinnere ich mich. Mukuluku Aqua und Bruder. Sorry, das musste sein. Das musste ich einmal jetzt droppen. Ich glaube, da mache ich nicht viel gegen. Darf ich. Leute, habt ihr kurz Zeit, dass ich meine Rohrbombe auf den Kriegsstand legen kann? Dann zwei Rohrbomben und die sind alle weg.
Das war's auch mit dem. Oder? Gut. Oh, das war so echt als Bosskampf angekündigt und jetzt, was war das hier so ein Scheiß, Alter, aber ist ja okay. Besser für mich, ich spiele das Ding schon auf einfach. Leiter irgendwo da. Maschallah. Ah. Ja, ich habe so eine wunderbare Nikon-Kamera, die schaltet sich so nach einer halben Stunde aus. Ich weiß, ich könnte dafür auch meine Sony nehmen, aber nee. Weil bei mir so das Konzept, die Kamera soll da permanent hängen bleiben, da ist auch gar kein Schnellmount mehr drunter. Das heißt, sie ist da fest an so einem Mount dran. Ich krieg die gar nicht schnell weg. Und die ist fest eingedrahtet hier ins System. Und die andere hängt da schön auf dem Quick Mount, dass ich die runternehmen kann, in die Hand nehmen kann, damit Vlogs machen kann. Mach ich's trotzdem? Überraschung, derzeit nicht. Und danke, Karte des Bergwerks. Das kommt jetzt sehr, sehr, sehr gelegen. Wir können Hauptaus überspeichern. Ich glaube, da kommen wir erstmal so schnell nicht mehr hin. Oh, aber Gästehaus, wie mir scheint. Jetzt sind wir im Keller vom Gästehaus. Das ist das Ding schon wieder. Hier waren wir doch schon mal. Ethan, erinnerst du dich? Bin mir sicher. Oh. Ich hätte nicht fragen sollen. Sie sorry. Ist da. Sie ist weg. Sie ist weg. Ich erschieße dir ja gleich, du. Mach keine Faxen, du. Hörst dich nicht. Oder? An. Also auf diesem Twitch-Account gibt es sehr viele Streams, die ich gemacht habe, weil ich speichere meine Streams im Vergleich zu anderen. Aber die Sache ist, ich habe einen Zweitkanal, wo ich damals Content, den alten Content habe ich damals da in 30-Minuten-Episoden in Namen Streamer hochgeladen. Oh, hallo! Lass mich! Die ganze Erinnerung von damals kommen gerade wieder hoch. Warte kurz. Ich hab noch mehr da, wo es herkommt. Ich erkläre es. Aber was ich dir auf jeden Fall empfehlen könnte, wäre meinen Hauptkanal zu abonnieren, BOS-Router. Auf YouTube. Da gibt's geilen Content. Da gebe ich mir übelst Mühe mit Schneiden. Und am zweiten Kanal, also Herr Router, kommt dummer Content, wo ich einfach drauf Bock hab. Habe ich noch mehr Kanäle? Ja, Reacts habe ich noch. Also das sind so die Sachen, die du erwarten kannst hier. Criminal Ballistic Side, ey. Guten Morgen. Das ist deine Schuld. Nee, glaube ich nicht. Warum sehe ich das? Ey. Ethan, oh hi. Okay? Oh hi, nein. Okay, ich bin's. Die Szene. Ich weiß, du wolltest. Oh, danke. Töte ihn, Mami. Das hättest du nicht tun dürfen. Sieht das aus wie auf dem Chat gucken so? Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Untertitel sind witzig. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Gut, dass die auf dem Schiff irgendwo im Moloch sitzt, ne? Sag mal. Ja, mein Speichergerät geklaut. Schade. Stairs machen auch wahrscheinlich nichts mehr. Boah, ich sollte mal. Du
meine Güte, jetzt erschrecke ich mich auch noch. Du vielleicht sie mit denkt uns? Sich, stirb, Bitch. Ich glaube auch. Ich spiele nicht. Das denke ich nein, mir. Schaff das weg von mir. Lass mich in Ruhe. Ey. Nee, ich verschwende keine Muni auf dich. Deswegen nicht. Darf ich jetzt bitte wieder weitermachen? Ah ne, ich glaube, ich muss nach oben, oder? Das ist so eine apokalyptische Atmosphäre. Warum ist das hier? Sollen wir mal gleich gehen? Wir können gar nicht mehr einen Kühlschrank oder so aufmachen. Ey, falls du Bock hast, können wir gleich noch kurz Beginning Hours anhauen. Oder irgendeins von den DLCs, hätte ich Bock drauf. Erschreck mich nicht so. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Mach da unten bitte deine Freakshow alleine. Ich würde bevorzugen. Ich frage mich gerade, soll ich vor diesem Bosskopf nochmal aufs Klo gehen oder? Hast du Aachen schon gespielt? Nee, weil ich immer warte, bis das Spiel günstiger wird. In dem Sinne bin ich ein Allmann. Sorry. Bleib weg! Nö. Lässt du mich bitte näher dran? Nein. Geh weg. Stopp! Ich spiele nicht. Ich werde dich jetzt holen. Sieht man meine Verzweiflung jetzt schon an? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich gestorben bin. Egal, wir starten nochmal neu. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Spiel verlassen gedrückt. Okay, gut. Typisch ich, ne? Nimm ihn als Side-Eye. Stopp! Aber wenn ich blocke, kann ich nicht weiter. Wenn ich blocke, komme ich nicht weiter. Nein! Yes! Nein! Hau rein, Alter! Boah, das ist blöd. Jetzt sieht man meine Greenscreen-Kante. Aschallah, Bruder! Och, Ömichen! Warum hassen mich alle? Weil du Evelyn bist. Wir hassen Evelyn. Du bist ekelhaft! Tut weh! Verdammt! Ich wusste schon jetzt eben aus dem Dokument. Und weil ich Venture schon Gameplay gesehen habe. Was ist denn das hier jetzt? Also wirklich, also das ist jetzt aber, also das ist unnötig jetzt, also. Du kriegst jetzt den Mund voll, du. Da hast du hoffentlich verstanden jetzt, oder? Okay, gut, ich habe nicht verkackt wie in dem Teil. Das schaffen andere nicht. Hashtag Seth Forever. Sorry, ich bin immer noch so ein bisschen Seth-Fan. Vor allem, wie sehen die das nicht? Oh, wir sind jetzt eben drüber geflogen, da war das Haus doch normal. Jetzt sind wir nochmal drüber geflogen, jetzt ist auf einmal das Dach weg. Wie kann das denn passieren? Lass mich kurz meine Waffe neu laden, okay?
Wenn ich das mit dieser Waffe hinkriege, Alter, dann... Ey, hört doch auf, meine Beine sind doch schon längst gebrochen wahrscheinlich, oder? Ich wollte nur eine Familie. Ja, wer würde denn mit dir eine Familie gründen wollen? Das geht doch gar nicht. Oh, eine Waffe. Geil. Was ist das denn für eine? Die Waffe! Okay, das war jetzt irgendwie sinnlos, dass du mich angerufen hast, aber okay. Kollege. Na, Ethan kann auch selber nachdenken. Was mit den Spielchen? Ich auch. Okay. Guten Morgen übrigens. Wir sind jetzt gerade 0.03 Uhr. Ich darf mich nicht zu sehr freuen. Nichts riskieren. Ende der Nacht. Ey, das ist ja wirklich voll weird. Das ist in einer Nacht passiert. Jo, Kollege, wird doch mal Zeit, dass du mal eintriffst hier, ne? Wird so langsam echt mal Zeit. Wer sind Sie? Ich bin Redfield. Ach so. Gut, dass wir Sie gefunden haben. Ja gut, dass ich mich bis dahin gut verteidigen konnte. Das wäre meine Wertschätzung. Warum hat das so lange gedauert? Ja, meine ich doch. Ich kenne Redfield nur aus diesem Teil. Und aus dem DLC Not a Hero. Was wir eventuell gar nicht sagen können. Ethan? Mia. MIA. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Haben wir. Ey, sollen wir gleich einmal noch... Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Ich bin erst seit dem 7. Teil dabei und seit dem Remake. Hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber seit 2017 bin ich dabei. Aber nicht nur für mich. Ich liebe Resident Evil. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Wie geil das aussieht. Sondern auch die Bakers. Irgendwie keine gute Resolution, aber geil. Evelyn, die sie so gemacht hat. Umbrella Kooperation. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade und hier fährt ein Tanker durch. Das kannst du keiner Sau erzählen, ganz ehrlich. Alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Was ein geiles Spiel. Was ein geiles Spiel, Bruder. Ich schwöre es. Ich liebe es. Ach so. Ja. Ich bin quasi nur Computergamer. Ich habe damals eine Wii gehabt und ein Nintendo. Das Computer und so war so der Anfang von mir. Und seitdem ich YouTube kennengelernt habe, ich glaube, seitdem habe ich Bock, so einen Scheiß selber zu machen, ganz ehrlich. Und weißt du, ich mache es. Zwar nicht Fullzeit, aber ich mache es. Und das ist das Geile daran. Ich bin aber auch schon älter. Wie alt denn? Also ich persönlich bin ja 17, also. Ich hätte wahrscheinlich die alten Teile schon spielen können.
Ist jetzt für alle ab 18, also. Ist ja. Altersempfehlungen sind nur so eine Empfehlung. Aber mein Lieblingsspiel Outlast hätte ich sonst auch nicht zocken können. Ich speedrun ja fucking Outlast. Und es ist geil. Ich sag's dir, wie es ist. Jetzt muss ich aber erstmal noch jemanden antworten. Herauszufinden, was passiert, wenn wir Mia heilen. Nee, Zoe. Oh Gott, Alter. Mach mal leiser, die Schulter. Ich komm sofort wieder. Ich muss nur kurz aufs Klo. Bin gleich wieder da.